wir gefunden haben. Lautlos zieht eine Dromedar-Karawane die Dünenfelder dieser Wüste hinunter. Über 100 Vulkane mit mehr als 300 Kratern entstanden auf dieser verhältnismäßig kleinen Insel, deren Länge nur 60 und deren Breite nur 20 Kilometer beträgt. Und in dieser Gegend, Montaña del Fuego, Feuerberge genannt, sind auf engem Raum die meisten der Vulkane versammelt. Diese Gegend wurde zum Nationalpark ernannt und ist dadurch besonders geschützt. Allein hier in der Ebene von Timanfaya bedeckt das Eruptionsmaterial, Lava und Asche, eine Fläche von 200 Quadratkilometern. Von den gigantischen Ausbrüchen berichtet ein Augenzeuge, der Pfarrer von Yaiza, Don Andres Lorenzo Curbelo, in seiner Chronik von 1730. Am ersten Tage des Septembers zwischen 9 und 10 Uhr abends brach plötzlich die Erde auf. Nahe Timanfaya erhob sich ein enormer Berg aus dem Schoß der Erde. Von dessen Spitzen schossen Flammen, die während 19 Tagen weiterbrannten, unaufhörlich. Don Lorenzo musste wie die anderen vor dem Feuer fliehen, aber er blieb auf der Insel. Er konnte nicht wissen, dass die Ausbrüche 6 Jahre andauern würden. Von dem etwa 350 Meter hochgelegenen Aussichtspunkt des Montagne Rocciale sieht man die gewaltigen Eruptionen des Lavameers im Nationalpark. Übersät mit kleinen Kratern, Hornitos, kleine Öfchen genannt, dazwischen das zerrissene Flussbett des Barranca del Fuego, dem Flussbett eines Lavastromes. Während der Ausbrüche ergoss sich die weißglühende Lava bis ins Meer, erkaltete in zischenden Dampfexplosionen und vergrößerte so die Grundfläche der Insel beträchtlich. In der historischen Handschrift des Pfarrers von Yaiza geht es dramatisch weiter. Wenige Tage später öffnete sich ein neuer Schlund und aus ihm quollen wütende Lavamassen auf Timanfaya und einen Teil der Mancha Blanca. Die Lava strömte über die Dörfer hinweg, anfangs schneller, sprudelnd wie siedendes Wasser und dann schwer und zäh wie Honig. Unter gewaltigem Donner stieg ein Fels aus der Tiefe und endete den Weg der Lava. Sie erreichte das Dorf Catalina und walzte es nieder. Am 11. September 1731 erneuerte sich die Gewalt der Lava. Sie regnete auf Maso und stürzte als feuriger Katarakt unter grässlichem Lärm ins Meer. Das dauerte 8 Tage. Am 18. Oktober öffneten sich unmittelbar über dem verbrannten Santa Catalina 3 neue Schlünde. Aus ihnen drangen Rauchmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten. Große Mengen von Asche und Schlacke folgten. 10 Tage später fiel in der ganzen Gegend das Vieh tot zu Boden. Der giftige und stinkende Dunst hatte es erstickt. Eine andere Geschichte erzählt, dass die Ziegen durch das Feuer und den Lärm wahnsinnig wurden und mit den Köpfen so lange gegen die Felsen rannten, bis sie verendeten. Diese riesige Wüstenei war einst der fruchtbarste Teil der Insel, ihre Kornkammer. Alle in dieser Gegend gelegenen Gehöfte und Dörfer, wie Timanfaya, Santa Catalina, Mancha Blanca, Venja Palomas, San Juan, Maso und weitere, wurden zerstört, versanken in Eruptionsspalten, wurden unter Asche begraben oder einfach vom Feuerstrom der Lava weggefegt. Auch dieses Tal, durch das wir gerade fahren, erhielt seine fantastische Form durch einen solchen gewaltigen Aschenregen. Es heißt sehr treffend: Tal der Ruhe.
Das Zentrum aller Ausbrüche war dieser Krater, Massivo del Fuego, 525 Meter hoch. Der Berg, der zum alten Timanfaya-Massiv gehört, ist heute vollständig mit Schlacke und Asche bedeckt. Ganz in der Nähe gibt eine unterirdisch angelegte Messstation Aufschluss über den tektonischen Zustand der Insel und über die Gefahr erneuter Vulkanausbrüche. Señor Orlando Hernandez erzählt uns, dass seit vielen Jahren kaum Erdbeben registriert werden. Selbst die jüngsten verheerenden Großbeben in der Türkei waren hier nicht messbar. Dabei kann man mit den modernsten seismologischen Geräten sogar die Neigung des gesamten Inselkomplexes feststellen. Denn in der Hinsicht tut sich einiges. Die Insel hebt sich einmal ein wenig im Norden oder senkt sich wieder, ähnlich einem Boot, das im Wasser liegt. Alle noch so feinen Veränderungen werden getreulich aufgezeichnet. Wöchentlich wird auch die Temperatur an festgelegten Messstellen aufgezeichnet, an denen Erdwärme ausströmt. Dafür steckt man einen Draht nur ca. 50 cm in das Gestein und die Temperaturanzeige steigt in weniger als 30 Sekunden auf 160 bis über 200 Grad Celsius. Hervorgerufen werden diese Temperaturen von einer in der Tiefe gelegenen Magmakugel, die nach wie vor höllische Temperaturen abgibt. Im Restaurant am Eingang der Feuerberge werden bereitwillig einige Schauspiele aus dem Erdinneren zum Besten gegeben. Das Höllenfeuer erwärmt das Wasser in Sekundenbruchteilen zur tosenden Dampffontäne. Nicht weit daneben strömt aus einer meterbreiten Erdöffnung so heiße Luft, dass sich Reisig in Sekundenschnelle daran entzündet. Und im Inneren des Restaurants werden über einem 6 Meter tiefen Schlund Hähnchen und Fisch gegrillt. Rechts von uns liegt der Krater Caldero de los Kerchos, der Kessel der Raben. Er entstand durch eine der gewaltigsten Explosionen der Ausbrüche im 18. Jahrhundert. Noch heute liegt der Grund des Kraters 100 Meter tief unter der Lavaschicht. Diese unvorstellbaren Massen an Eruptivmaterial begruben in wenigen Sekunden das Dorf Timanfaya unter sich. Heute regt sich nichts mehr. Nur Farbe umhüllt das Auge, welche diese Trostlosigkeit so wunderbar erscheinen lässt. Diese zerrissene Landschaft verdankt ihre Einmaligkeit nicht nur den bizarren Formen der Berge und Krater, sondern dem Fehlen jeglicher Vegetation. Andere Vulkangebiete sind längst wieder von Bäumen und Pflanzen bewachsen. Hier, im Nationalpark von Timanfaya, wachsen nur vereinzelt ein paar Flechten, die den bedrückenden Eindruck der trostlosen Einsamkeit eher noch unterstreichen. Ziemlich am Ende angelangt, starrt einem der Krater des Islote de Ilario mit seinem gelb-grün schillernden Schlund ins Antlitz. Hier in diesem Bergkegel ist die Hitze noch besonders hoch. Schon in 6 Meter Tiefe werden 400 Grad gemessen. Überlegungen in den 60er Jahren, mit dieser Energie ein riesiges Kraftwerk zu errichten und zu betreiben, wurden Gott sei Dank verworfen. So konnte am Islote de Ilario der Sage nach ein Eremit mehr als 50 Jahre lang in Frieden sein bescheidenes Leben fristen. Sein einziger Gefährte war sein Kamel, so wird erzählt. Er pflanzte einen Feigenbaum. Dieser schlug Wurzeln, wuchs, aber er trug niemals Früchte, denn seine Blüten konnten sich nicht von Flammen ernähren.
In den nächsten Jahrzehnten werden nach derzeitigen Erkenntnissen keine neuen Vulkanausbrüche für Lanzarote erwartet. So wird die Insel der 100 Vulkane nicht erneut unter Staub und Asche untergehen, sondern täglich von Neuem im Glanz der Sonne erstrahlen. Vielleicht ist es ja wirklich, wie schon vermutet wurde, ein Stück des untergegangenen sagenhaften Kontinents Atlantis. In jedem Fall aber gehört das wilde, urtümliche, geheimnisvolle Lanzarote zu den letzten Paradiesen dieser Erde. Thank you.